Tja, wen haben wir denn da? Ja, wer steht hinter der Cam? Alter, der ist krank. Komm, schieß mal los, was machen wir heute? Also, erst einmal den hinter der Cam, seht ihr nachher auch nochmal kurz. Ja. Der Patrick, noch bekannt wahrscheinlich aus den Golfkrieg-Videos. Und ja, hier habe ich jetzt endlich den Audi dastehen. Der Patrick hat ihn mitgebracht, der hat das Wochenende zu Besuch. Und wir werden hier die zwei Lüfter austauschen und den Kühler. Hier schön die Neuteile. Da haben wir einen neuen Kühler drin. Und Holla, Shit-Trio. Komm raus, du Schwein. Unboxing. Ja. Keine komplette Lüftereinheit. Das ist doch eine Sache, oder? Und jetzt weiß ich natürlich nicht, wie der ganze Käsekuchen hier rausgeht. Wahrscheinlich hier das ganze Schlauchgedönse erst einmal abbauen. Ja, Stück für Stück ausbauen. Stoßstange wegbauen. Hör bloß auf, ich habe keinen Bock, die Stoßstange zu bauen. Ich hoffe, dass ich alles von so wegmachen kann. Ich werde jetzt erst einmal die Luftansaugung und das Zeug wegmachen. Ja, und nachher sehen wir uns wieder. Boah. Ja, das erste Drum ist draußen. Der Lüfter ist anscheinend nicht mehr gegangen. Na ja, gut. Da muss ich noch schauen, wie ich den Kühler selber rausbringe. Die alte Huddel da. Also da, wenn man schaut, der ist schon, ja, hat schon ziemlich gedauert. So, der ist bloß hier drin. Oh. Schauen wir mal, ob wir den so rauskriegen. Ja, da siehst du schon, wie an der Seite, da siehst du, wie... Ja, irgendwie, irgendwie sowas, irgendwie kriege ich den schon raus. Gut, probieren wir es. Ja, okay. Hallo? Hallo? Hi! Ganze Schaustange muss ich wegbauen jetzt. Kürzefix, so wie es aussieht. So ein Mist aber auch. Verdammt nochmal. Hm. Hilft nichts. War nichts. War nichts mit Schnelltauschen, hä? Hilft nichts. Schaustange weg und dann gucken, wie wir den blöden Kühler rauskriegen. Heikle Gosche. Wir tauschen mal schnell den Kühler. Die Schaustange ist schon mal weg. Haha. Jetzt kommen noch ein paar Schrauben. Ja. Michi, wie geht's dir? Ich hätte jetzt fast gesagt, ich führe gleich die Cam rektal ein, aber das ist meine. Die Sau ist raus! Michi, die ist raus! Super! Und zwar ganz in Ruhe rauchen wir jetzt erstmal eine. Ja. Also sowas wie bei dem Audi. Das halbe Auto zerlegen, um den Kühler zu tauschen. Leute, das kann es nicht sein. Also entweder sind sie bei Audi genial, so eine Stoßstange so zu verschrauben und einen Kühler, oder die sind einfach bloß Idioten. Ja, aber die Stoßstange ist halt sauber fest. Die ist richtig gut festgemacht. Das kann man echt nicht leugnen. Aber warum? Hallo. Ja, ja, Patrick. Also Leute, der Kühler ist wieder drin. Wir haben hier seitlich vom Kondensator die Schraube rausmachen müssen. Da habe ich einfach ins plastiger Loch reingebohrt. Vier Schrauben hier von vorne vom Kondensator und dann sind hier vorne nochmal links und rechts jeweils eine Schraube. Dann konnte man den Kondensator rausmachen. Den Kühler. Kondensator ist hängen geblieben. Im Fahrzeug. Also Kondensator ist der Klimakühler, für die, wo es nicht genau wissen. Ich schraube jetzt hier noch schnell die Hupe wieder fest. Und weißt du, was wir dann machen, Patrick? Nee. Dann gehen wir erst nach vorne auf einen Kaffee. Jawohl. Und dann schrauben wir den Mist da unten rein und dann machen wir die Schoßstange wieder hin. Die, was da hinten liegt. Ja. Ich weiß ja, Gummi über den Zipfel zu beseitigen. Oh Leute, wir sind fleißig am Trambauen. Der neue Lüfter hängt auch mittlerweile drin. Die Wasserschläuche sind wieder angeschlossen. Dank der Klammern ist ja motortechnisch nicht so viel rausgelaufen.
Auffüllen müssen wir trotzdem nachher noch. Und der Patrick versucht hier jetzt das Vorwärmdings da. Nee, das ist eigentlich eine Krümmerkühlung, würde ich fast behaupten. Mhm. Drauf zu popeln. Dann kommt noch das Lüftungsteil wieder rein für die Ansaugung. Naja, und dann können wir uns mit der Stoßstange weiter vergnügen. Die wieder hinbauen. Leute. Wir haben es 3:30, aber wir haben es geschafft. Vor lauter Warten auf Kühlthermostat aufmachen. Das schaltet anscheinend erst bei 93 Grad. Tja, haben wir jetzt auch ganz vergessen, noch die Reste zu filmen. Wir haben alles wieder komplett zusammengebaut. Geschraubt wie die Teufel. Öl jetzt noch nachgefüllt. Kühlwasser haben wir ja aufgefüllt. Scheibenwaschwasser noch nachgefüllt. Fehlerspeicher gelöscht. Beide Lüfter gehen jetzt. Alles wunderbar. Ja, ihr könnt das Auto morgen wieder mit nach Hause nehmen. Jetzt geht's ins Bett. Gute Nacht. Alles klar, Leute. Das war's dann mit dem Audi-Video. Das heißt, wenn ich nicht noch mit meinem Polo in meinem Urlaub unterwegs sein muss, möchte, wollen, tu, dann kommt der jetzt als nächstes rein. Gut, vorne habe ich noch ein paar kleine Nebenarbeiten, wie Haufen Reifen entsorgen, wo man die letzten Jahre bloß ins Eck geschmissen hat und so, aber da mache ich keine extra Videos dazu. Das nächste ist dann definitiv mein Polo, wie der neue Motor reinkommt. Ja. Und so ein paar Kleinigkeiten halt. Wie ich das jetzt insgesamt dann durchziehe, dieses ganze Projekt, ob ich das auf einmal, auf zweimal mache, das habe ich noch keine Ahnung, aber das werdet ihr dann spätestens so im nächsten, übernächsten Video alles sehen. Weil da geht es definitiv weiter. Ich kann jetzt alle kreuzweise und spiralförmig. Leute, wir sehen uns. Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.